Silvester ohne Böllern für viele unvorstellbar. Weihnachtsjahr. Bumm. Ich krieg gerade Gänsehaut. Boah, dass ich das mal in der Hand habe, ist krank. Auch für mich gehören Feuerwerk und der Jahreswechsel eng zusammen. Je größer, lauter und bunter, desto besser. Denn wir zünden, ist keiner in der Nähe bei uns. Da will auch keiner in der Nähe sein. Einfach vorwärts und knallen lassen. Doch ich bin skeptisch, denn im Feuerwerk steckt eine oftmals unterschätzte Gefahr. Mit fatalen Folgen. Mittlerweile sind 61% der Deutschen für ein bundesweites Böllerverbot zu Silvester. Die Argumente sind vielseitig. Was spricht also für privates Feuerwerk an Silvester? Und was dagegen? Das wollen wir in diesem Film herausfinden. Böllern um jeden Preis? Köthen in Sachsen-Anhalt, kurz vor 7 Uhr. Ab heute darf in Deutschland offiziell Feuerwerk verkauft werden. Und um die besten Böller, Knaller und Raketen zu erwischen, ja, da treffen sich manche schon ziemlich früh vor den Supermärkten. Ich bin mit zwei Jungs hier aus der Region verabredet. Moin. Moin. Hi. Jonas, mein Name. Auch Jonas. Ich bin Luke. Freut mich. Jonas und Luke lieben Feuerwerk. Auf den heutigen Tag haben sie sich intensiv vorbereitet. Wo es das beste Zeug gibt, darüber informiert sich die Pyro-Community in Chatgruppen. Unsere Freundschaft, kannst du eigentlich sagen, ist durchs Feuerwerk entstanden. Ja, so ist es. Und heute steht Großeinkauf an bei euch, oder? Ja, durchaus. Also Großeinkauf kann man so sagen, es wird vielleicht so ein Rieseneinkauf. Also es wird voll. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich in mein Auto nicht alles runterlasse, obwohl ich es erst noch leer gemacht habe. Oh, die Riesenschlange. Ach, guck mal, du. Was die denn? Die wollen hier inziehen oder was? Wir nehmen den Koffer mit. Mit Koffer, gell? Das machen wir auch das nächste Mal. Was, mit Koffer? Ne, Koffer und machen Feuerwerk drin. Ist nicht schlecht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja. Wir stehen jetzt hier vorm Lidl und kommen da ja gleich rennen und dann ist da. Steht wohl alles da. Das hat man seit 2 Jahren nicht mehr. Auf jetzt. Während der Corona-Pandemie wurde kein Feuerwerk verkauft. Es galt ein bundesweites Verbot. Umso größer nun die Vorfreude bei Jonas und Luke. Bist du dir wirklich sicher, dass der eine Einkaufswagen reicht bei dir? Na, eigentlich, der eine Einkaufswagen ist eigentlich ein bisschen wenig. Wow. Du machst diesen Korb jetzt voll. Ja, es wird durchaus passieren. Alter. Komm, ja. Ach krass, was macht ihr mit dem ganzen Zeug? Das wird zu Silvester. Bumm. Bumm. Neben ihnen warten über 50 andere Menschen vor dem Supermarkt. Das hätte ich nicht gedacht. Pünktlich um 7 Uhr beginnt er der Run aufs Feuerwerk. Es ist wie Weihnachten. Wie Weihnachten. Weihnachten, ja. Die Dinger noch haben wir. Ey, geil. Yin Yang sowas? Yang haben sie doch, ja. Boah. Geil, Alter. Schon nach wenigen Minuten sind die Regale leer. Das Feuerwerkssortiment wird kurzerhand aus dem Lager heraus verkauft. Die pyrotechnische Industrie hat vergangenes Jahr rund 120 Millionen Euro mit Feuerwerkskörpern erwirtschaftet. Laut einer Umfrage gibt der Großteil der Deutschen 10 bis 50 Euro für Feuerwerk im Jahr aus. Jonas und Luke hingegen sind jährlich zusammen mit etwa 3.000 Euro dabei. Das ist ganz schön viel, finde ich. Mal sehen, wie viel es diesmal wird. Wie viel gebt ihr für Feuerwerk im Jahr aus? Schreibt es in die Kommentare. Und bist du zufrieden mit deiner Ausbeute? Nee. Eigentlich an sich nicht. Es war ja ratzfatz leer. Also wir waren ja fast drinnen, da war ja schon fast alles leer. Da habe ich ja nur noch wirklich das Gröbste gegriffen, was noch da ist. Ja. Und das reicht dir jetzt noch nicht? Du brauchst noch mehr? Oder? Naja, freilich. Das reicht vor 0 Uhr vielleicht. Okay. Bisschen haben wir. Ein bisschen haben sie also. Die Jagd auf die besten Böller, Knaller und Raketen. Für Jonas und Luke hat sie scheinbar gerade erst begonnen. Ich krieg gerade Gänsehaut. War das das Ding hier... Dass ich das mal in der Hand habe, ist krank. Die beiden Feuerwerkfans schweben im siebten Pyrohimmel.
Wir sind auf dem Weg zu weiteren Supermärkten. Mein Eindruck? Aufs Geld schauen Jonas und Luke dabei nicht. Es wird gegriffen, was da ist. Bei unserer Einkaufstour entdecke ich Feuerwerk, was verspricht, eine umweltfreundlichere Alternative zu sein. Ist das was für euch oder nee, warum nee. Nicht? Also, es ist... Ich halte davon nicht viel, weil ich finde das schwachsinnig so. Und hier steht jetzt drauf, frei von Plastik, geräuschreduziert und CO2-neutral. Ja. Preislich ist das viel zu teuer für das, was du bekommst. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wir müssen bloß drüber lachen. Bei umweltfreundlicherem Feuerwerk hört bei den beiden scheinbar der Spaß auf. Und das, obwohl sie Unmengen für herkömmliches Feuerwerk ausgeben. Jetzt wird es langsam voll. So, jetzt habe ich nur noch Mittelsitz. Es geht weiter zur vorerst letzten Station. Nach 5 Einkaufsstationen ist es Zeit für einen Kassensturz. Wie viel haben die beiden bereits für ihr Feuerwerk bezahlt? Ich will wissen, ob sie noch den Überblick haben. Da ich mitgerechnet habe, müssten es so um die 280, 90, 300 Euro. Ja, 290, 29. Jonas' Einkaufswagen war deutlich voller. Auch bei ihm rechnen wir gemeinsam aus, wie viel er bislang ausgegeben hat. Was schätzt ihr denn? 700, 650 vielleicht? 655 und 66 Cent hast du ausgegeben. Ja, gut. Aber bist du jetzt damit zufrieden? Hast du jetzt genug? Ja, für heute war's das. Also für heute brauche ich nichts mehr eigentlich. Bei ihrer Einkaufstour haben die beiden Kumpels 945,95 € für das Feuerwerk bezahlt. Hinzu kommen noch ihre Online-Bestellungen, macht insgesamt 1.900 Euro. Das ist ja schon eine Menge Geld. Woher nehmt ihr das denn? Einfach übers Jahr lang sparen. Zum Beispiel Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld, genau. Alles beiseite legen. Wenn du mal auf Arbeit einen Bonus kriegst. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel einmal Corona-Bonus gekriegt und einmal Inflationsausgleich. Das waren um die 800 Euro circa zusammen weggenommen. Und dann ist schon ein Großteil finanziert, sag ich mal. Mhm. Wir sammeln halt Feuerwerk oder Kleins aus Leidenschaft und meine Mutti sammelt dafür Schuhe. Und als echter Feuerwerksfan bewahrt Jonas sogar einige Schätze aus vergangenen Zeiten auf. Die möchte er mir gern zeigen. Kannst mal reingucken. Krälscher. Sieht eher polnisch aus, aber ist deutsch. Die Batterie zum Beispiel gibt es noch, aber die gibt es nicht mehr so günstig, wie es damals war. Und den gibt es hier nur noch mit 6 Reihen. Und hier, das sind noch 5. Und früher waren halt die Knaller besser. So, ihr dicke Brummer, die alte Verpackung. Also das sind einfach besondere Raritäten? Das sind, genau. Gibt es auch welche, die haben Verpackungen noch drumherum. Mhm. Die sind noch wertvoller. So. Ich finde es faszinierend, wie begeistert Jonas ist. Man spürt seine Vorfreude, endlich wieder selber böllern zu können. Ich sag mal, Silvester ist auch ein komplett anderer Film. Und dann einfach vorwärts und knallen lassen. Ist bald soweit, wow. 29. und dann jetzt los. Im Übrigen, das Zünden von solchem Feuerwerk ist in Deutschland nur am 31. Dezember und am 1. Januar erlaubt. Wenige Tage später. Wir schauen uns Aufnahmen aus der Silvesternacht an. Luke und Jonas haben uns Handyvideos geschickt und es in Köthen scheinbar ordentlich knallen lassen. Mit Sicherheitsabstand. Bei anderen sah das allerdings nicht so aus. Vor allem das Zünden von Böllern aus der Hand birgt große Gefahren. Siehst du, er hält die Rakete jetzt halt in der Hand. So. Und er hat es jetzt sogar in seinem Schal. Ja. Krass, ja, da genau. Brennt es, ne? Es brennt halt in seinem Schal. Jetzt okay, und schon der nächste so. Mhm, ja. Okay, krass. Ja, das ist natürlich dann ziemlich dämlich ja schon fast. Er hat auch wieder so eine Batterie in der Hand. Das finde ich schon krass. Ich bin erstaunt, wie leichtsinnig die Leute mit Feuerwerk umgehen. Und dieser unsachgemäße Gebrauch kann schwere Folgen haben. Abgesprengte Finger, Brandwunden im Gesicht oder sogar der Verlust ganzer Gliedmaßen.
Ein Oberarzt hier im Klinikum Bergmanns Trost kennt sich bestens mit solchen Verletzungen aus. Dr. Sebastian Leuschner nimmt mich mit zu einem seiner Patienten. Achtung, in den folgenden Szenen werden schwere Verletzungen gezeigt. Der Patient hat sich in der Silvesternacht schwer an der Hand verletzt. Nun steht seine Nachuntersuchung an. Er möchte nicht erkannt werden. Also der Mittelfinger muss dann in der Schiene, ja, da sind noch Drähte drin, die das Gelenk stabilisieren. Der kann erst richtig bewegt werden, wenn die draußen sind, deswegen muss die Schiene dann noch dran. Die Flüssigkeit, die da rausläuft, sieht jetzt nicht so schön aus, riecht meistens auch nicht gut, aber das ist ein ganz normaler Teil der Heilung sozusagen. Und es bildet sich eigentlich eine schöne neue Fingerkuppe, wenn man das sozusagen geduldig abwartet. Der Patient hat seinen halben Zeigefinger verloren. Der Daumen und der Mittelfinger sind auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Vor ihm liegt ein langer Heilungsprozess, weiß Dr. Leuschner. Bist du ein Fan von Feuerwerk? Also machst du das jedes Jahr mit deinen Freunden? Nö. Gar nicht? Nö. Okay, und wie kam es jetzt dazu? Ich habe einen Kumpel gefragt, ob er noch ein paar Knaller hat. Da hat er mir 3 Stück gegeben und beim dritten ist es halt passiert, ja. Okay. Wie geht's dir damit? Also es wird sich dann zeigen, wenn es alles verheilt ist, mit, wie es wird mit Schreiben und Arbeit. Und, mhm. Ja. Du bist auch Rechtshänder, oder? Mhm. Wichtig ist, dass es schön hochhalten und die Finger bewegen. Ja. Gut, alles klar. Der Patient ist kein Einzelfall. Allein in Mitteldeutschland gab es viele Schwerverletzte. In Thüringen verlor ein Mann beide Unterarme. Im Harz wurde eine Frau und ihr 9-jähriger Sohn von einer explodierenden Rakete getroffen. Und in Leipzig gab es sogar einen Todesfall. Ich treffe einen weiteren Patienten. Auch er möchte nicht erkannt werden. Er ist erst 19 Jahre alt und hat in der Silvesternacht seine gesamte linke Hand durch einen Böller verloren. Ja, kannst du mir erzählen, wie das passiert ist überhaupt? Das war, wir waren halt zuerst da draußen in der Clique, haben was getrunken, nicht viel. Da kam dann noch, sag ich, Mr. X, ich weiß ja nicht, wie er heißt, kam er. Der hat dann noch gesagt, ach, ich hätte noch einen Böller, hätte ich noch. Und sobald ich das Ding angezündet habe, ging es aber auch gleich los, ging es hoch. Du siehst kaum noch was, du merkst, das Blut strömt überall bei von dir. Dann bin ich dann nur, sag ich, meiner Freundin entgegengetaumelt, da habe ich gesagt, krank machen. Und dann bin ich eingesackt. Und wie konnte das passieren, dass du nicht rechtzeitig weggegangen bist? Also war die Zündschnur zu kurz oder ist es einfach zu schnell abgebrannt? Oder? Das ist, im Sinne hatte ich den angezündet und so wie ich den angezündet habe, ist auch gleich explodiert. Bis Hilfe kommt, versucht seine Freundin, ihn wach zu halten. Der Unbekannte, von dem er den Böller bekommen hatte, ist inzwischen längst verschwunden. Er zeigt mir Fotos und Videos aus der Nacht, die ihm zugespielt wurden. Eine Krankenschwester, erinnert er sich, die zufällig in der Nähe war, bindet seinen Arm provisorisch ab. Dann kommt ein Rettungshubschrauber und er verliert das Bewusstsein. Erst im Krankenhaus wird das ganze Ausmaß seiner Verletzungen klar. Also zum einen den Verlust meiner linken Hand, dann starke Verletzung an der rechten Hand, Fingern, das linke Augenlicht habe ich verloren und ich habe ein kleines Loch am Brust und diverse Brandwunden. Splitterung. Mein Trommelfell habe ich kaputt gemacht, also ist kaputt. Ich höre nicht mehr so gut. Das war es eigentlich sonst. Wie er darüber spricht, erstaunt mich. Wie kann er diesen schweren Unfall scheinbar so leicht akzeptieren? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Ausbildung, also auf dein berufliches Leben? Ja, ich war jetzt in der Ausbildung zum Sozialassistenten, zweites Lehrjahr. Also die Laufbahn zum Erzieher mit Kleinkindern darf ich nicht weitermachen. Wodurch die Prothese ist dieses Halt, wenn ich das Kind halte, nicht richtig gegeben. Das war so meine Bestimmung. Ich konnte immer schon mit Kindern umgehen. Nimmt mich manchmal noch sehr mit. Aber Türen schließen sich, neue öffnen sich. Die Silvesternacht hat sein Leben binnen Sekunden radikal verändert. Nicht nur körperlich, sondern vor allem psychisch, erklärt Dr. Leuschner. Häufig befindet man sich dann noch so in so einem Zustand, wo man fast denkt, es kann eigentlich gar nicht wahr sein, dass man das noch gar nicht so richtig erfasst hat und das so erstmal ganz locker mitnimmt. Aber die meisten sind also in so einer Art Schockzustand, die sagen noch gar nicht sozusagen viel am Anfang dazu. Aber ich habe danach auch schon welche erlebt, ja, das nächste Jahr geht's weiter. Es ist ja noch genug da, um weiter Feuerwerk anzuzünden.
Was würden Sie sich denn wünschen im Umgang mit Feuerwerkskörpern? Die wenigsten Verletzungen sind auf Feuerwerk zurückzuführen, was so im Laden erhältlich ist. Also viele Patienten, die sich verletzen, beziehen ihr Feuerwerk aus dem Ausland oder aus dem Internet. Also wenn man Feuerwerk macht, dann sollte man das sicherlich mit entsprechend zertifizierten Produkten machen, die es hier auch frei verkäuflich zu erwerben gibt. Dann ist man schon ziemlich sicher. Was macht Feuerwerkskörper so gefährlich? Das will ich für Exactly genauer wissen. Das Sächsische Landeskriminalamt in Dresden hat dafür eine eigene Abteilung, den Spezialdienst für Sprengstoffe. Ich bin jetzt mit Axel Brehm verabredet. Er arbeitet beim Landeskriminalamt Sachsen und kennt sich bestens mit den Gefahren von Feuerwerk aus. Er nimmt mich mit zu einem Sprengplatz, etwas außerhalb der Stadt. Zu Anschauungszwecken will Axel Brehm dort Böller mit unterschiedlicher Sprengkraft hochgehen lassen. Also wir haben verschiedene Pyrotechnik mit verschiedenen großen Satzmengen. Wir werden mal gucken, wie die Pyrotechnik auf eine nachgestellte menschliche Hand wirkt, wie wenig Satz man eigentlich braucht, um eine menschliche Hand zu zerstören. Mit Satz ist die Sprengstoffmasse gemeint. Diese kann in der Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein. Der Sprengstoffexperte will mir später mehr darüber erzählen. Axel Brehm zeigt mir einen Böller einer höheren Sprengstoffklasse. Diesen kann man bei uns nur mit einer Erlaubnis erwerben. Den Big Bang 8G, da kann man schön sehen. Also man denkt vielleicht, er ist ungefährlicher, weil er ist kleiner ist. Ja. Aber die Gefahr kommt ja aus dem pyrotechnischen Satz, der verbaut ist. In diesem Böller ist sogenannter Blitzknallsatz. Axel Brehm befestigt ihn für die Sprengung an einem mit Sand gefüllten Handschuh. Ich bin gespannt, was der mit unserer Dummy-Hand anrichtet. Okay, krass. Ja, hier also, ist ja sogar das genau, abgehoben. Genau, der Stab, ist mit zerstört worden. Da ist nicht mehr viel übrig. Da ist nicht viel übrig, genau. Ja. Und die richtige Hand wäre dann eben, die Finger werden abgetrennt, zerstückelt und da kann man nicht mehr viel reparieren. Krass. Jetzt verstehe ich, warum man buchstäblich die Finger von solchen Böllern lassen sollte. Aber sind Böller einer niedrigeren Sprengstoffklasse auch so gefährlich? Wir machen einen weiteren Test. Das sind normale Silvesterknallkörper, erlaubnisfrei. Jeder, der 18 ist, darf die erwerben und auch verwenden, Silvester. Dieser Böller ist mit Schwarzpulver gefüllt. Also grundsätzlich, Knallkörper und Blitzknallkörper werden nicht in der Hand gehalten. Der Grundsatz ist, dass man den Knallkörper hinstellt und dann anzündet. Aber die Leute lesen auch nicht, was draufsteht. Ne? Und dann passieren eben Unfälle, dass die Hände beschädigt werden. Also man sieht, dass die Hand ist fast gar nicht beschädigt. Ne? Ja. Das soll auch so sein. Die geringe Satzmasse sorgt eben dafür, dass selbst wenn man das Ding falsch verwendet, die Körperschäden quasi marginal bleiben. Ne? Also vielleicht wird die Haut aufreißen ein bisschen. Man hätte vielleicht eine Prellung, ne, oder eine Stauchung in der Hand durch den Impuls. Aber man kann sich die Hand damit nicht wirklich substanziell beschädigen. Der Sprengstoffexperte nimmt mich mit in ein Labor des LKA. Ich will wissen, wie Feuerwerkskörper aufgebaut sind, um besser zu verstehen, warum einige Böller gefährlicher sind als andere. Axel Brehm schneidet zunächst einen handelsüblichen Silvesterknaller auf. Neben dem braunen Ton ist darin eine geringe Menge Schwarzpulver enthalten. Anders beim nächsten Böller. Gucken wir uns mal den hier an, den Blitzknallkörper. Also da ist die chemische Zusammensetzung eine völlig andere. Und der Blitzknallsatz ist viel schneller in seiner Abbrandgeschwindigkeit. Und deswegen sind eben die Blitzknallkörper auch ein ganzes Stück gefährlicher als ein normaler Knallkörper, der nur Schwarzpulver enthält. Das macht die Sachen so gefährlich. Also entscheidend ist jetzt nicht zwingend, wie dick die Hülle ist oder wie lang die Lunte ist, sondern das Gefährliche ist immer der pyrotechnische Effektsatz. Bis jetzt habe ich nur zwei unterschiedliche Böller kennengelernt. Dabei ist das Angebot auf dem Pyromarkt riesig. Axel Brehm zeigt mir die Sammlung des LKA, welche aus einigen 100 beschlagnahmten Feuerwerkskörpern besteht, bei denen der pyrotechnische Satz entfernt worden ist. Brehm erklärt mir, dass es verschiedene Kategorien von Feuerwerk gibt. Bei Knallern der Kategorien F1 und F2 handelt es sich um das klassische Silvesterfeuerwerk. Dieses ist in Deutschland frei verkäuflich. Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 haben eine größere Sprengkraft.
Deshalb dürfen sie in Deutschland ohne eine spezielle Erlaubnis nicht benutzt werden. Die Kategorie F3, das ist klassischer Vertreter, weil diese ganze Dumbum-Serie hier unten, Kategorie F3 ist zum Beispiel in Polen oder in Tschechien, ist die erlaubnisfrei. In Deutschland ist die Kategorie F3 erlaubnispflichtig. Also okay. Diese Dumbum-Blitzknallkörper darf man in Deutschland ohne Erlaubnis nicht verwenden. Und doch werden Blitzknaller der Kategorie F3 an Silvester hierzulande gerne in die Luft gejagt. Viele dieser erlaubnispflichtigen Böller werden im Internet bestellt oder über die osteuropäischen Grenzen geschmuggelt. Sie haben teilweise eine gigantische Sprengkraft und können bei falscher Handhabung lebensgefährlich sein. Der Augustusplatz in Leipzig zum Jahreswechsel. Ausgelassen begrüßt die Messestadt das neue Jahr mit viel Feuerwerk, Böllern und Knallern. Wenig später sieht es auf dem Platz ganz anders aus. Und das hier sind die Überreste der Silvesternacht. Haufenweise Feuerwerksbatterien und leere Böllerhüllen. Und dieser Müll muss weg. Dafür zuständig ist die Stadtreinigung Leipzig. Mit dabei ist Heiko Zech. Guten Morgen. Guten Morgen. Frohes Neues. Frohes Neues Jahr. Wie geht das jetzt vonstatten? Also was machen Sie jetzt als erstes? Also wir machen jetzt hier erst zentral den Augustusplatz an der Oberen am Gewandhaus. Die Kollegen schreiben jetzt die ganze Kolbverschmutzung zusammen. Alles, was in die Kehrmaschine nicht reinpasst, wird alles auf die Transporter verladen. Raketenstäbe, Flaschen und die großen Batterien. Und die Kehrmaschine, die kommt dann nochmal zu guter Letzt, um den Feinschliff sozusagen hier nochmal durchzuführen. Das ist also auch ein bisschen sauber ist. Über 50 Mitarbeitende der Stadtreinigung sind im Einsatz. Ihre Arbeit birgt durch die vielen abgebrannten Feuerwerkskörper auch eine unsichtbare Gefahr. Ja, eine Brandlast hat man ja immer noch. Also wo vielleicht ja ein Blindgänger hochgehen könnte, klar, natürlich ist dann auch gewisse Vorsicht geboten. Ne? Was nicht hochgegangen ist, erkennt man eben halt nicht gleich. Bereits im Spätsommer beginnt die Stadtreinigung diesen Großeinsatz zu planen. Das Müllaufkommen ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Neujahrsreinigung hat in Leipzig rund 16.000 Euro gekostet. Kurz vor 10 Uhr ist auf dem Augustusplatz von den Überresten der Silvesternacht keine Spur mehr. Gelandet ist der Müll hier im Innenhof der Stadtreinigung Leipzig. Insgesamt kamen 65 Tonnen Silvestermüll im Stadtgebiet zusammen. Recycelt wird das Ganze im Übrigen nicht, sondern gelangt in die Verbrennung. Umweltaktivisten kritisieren private Feuerwerke seit Jahren. Nicht nur wegen des hohen Müllaufkommens. Sie führen auch die hohen Kosten, die Luftverschmutzung durch Feinstaub und eine Gefährdung des Tierwohls an. Inzwischen sind 61% der Deutschen für ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk. Die Alternative wären öffentliche Feuerwerke, die professionell organisiert werden. Raubt einem das aber nicht den Spaß am selber zündeln? Das will ich herausfinden. Die Faszination für öffentliches Feuerwerk, die ist hier spürbar. Ich bin in Magdeburg bei den Pyro Games und hier zeigen professionelle Pyrotechniker ihr Können. Ich frage mich, was sagen Sie zu einem Verbot von privatem Feuerwerk? Hinter den Kulissen bereiten Pyrotechniker ihr Feuerwerk für den Abend vor. Ich habe mich mit Jürgen Matzkowitz verabredet. Er hat Feuerwerk im Blut, kreiert seit Jahrzehnten aufwendige Pyroshows. Bei seinen Vorbereitungen darf ich ihm heute etwas über die Schulter schauen. Ich erkenne, das sind Rohre. Rohre, ja. Und da drin, was ist da drin? Da drin kommt diese Feuerwerksbombe, das ist wie eine Kugel. Mhm. Das ist hier eine Kugel. Und da ist unten ein Hütchen dran, da ist ein Treibsatz drin. Der Treibsatz ist Schwarzpulver. Kennst du bestimmt die Zusammensetzung? Die ist einfach bei Schwarzpulver, Kaliumnitrat, Holzkohle, Schwefel, gekörnt, damit es ein bisschen pufft. So. Natürlich, ich wusste das. Ja, weiß ich, weiß das. Und dann geht das Ding quasi hoch. Und wenn die dann im Himmel sind, machen sie diese großen Blumen. Ja, da hast du eine Zerlegerladung und je nachdem, welche Leuchtkugeln drin sind, hast du rot,
Weißt du auch, Strontiumnitrat. Wunderbar, hast du grün, ist Bariumnitrat. Hast du gelb, ist eigentlich fast Salz. Hast du blau, ist Kupfercarbonat. Und, na, je nachdem. Wie würden Sie denn Ihre Faszination für das Feuerwerk beschreiben? Also, das ist wie ein kleiner Regisseur, der den Himmel bemalt. Wer kann das schon, ne? Mal kurzzeitig. Schon lustig. Seit 5 Stunden ist er mit den Vorbereitungen beschäftigt. Beim Aufbau werden alle Feuerwerkskörper mit Drähten verkabelt und an einen Empfänger angeschlossen. So kann Jürgen Matkowitz das Feuerwerk aus sicherer Entfernung zünden. Gesteuert wird das Ganze nämlich von seinem Computer aus. Wenn wir zünden, ist keiner in der Nähe bei uns. Da will auch keiner in der Nähe sein. Okay, im Falle, es geht was schief. Ja, ja. Also es ist nicht so wie Silvester, dass man daneben steht. Das wollte ich gerade fragen. Nein, also inwiefern unterscheidet sich denn Ihr Feuerwerk von dem, was man im Supermarkt kaufen kann? Ja, hier ist quasi diese, sagen wir mal, Masse, die ja drin ist, an Sprengstoff, die ist wesentlich mehr als das, was man Silvester kaufen kann. Obwohl ich das einschränkend sagen muss, das, was man Silvester kaufen kann, ist heutzutage auch schon ganz schön heftig. Wo ich schon manchmal denke, nun ja. Und die haben ja keine Ausbildung, die Leute. Jürgen Matzkowitz ist ausgebildeter Pyrotechniker, macht Feuerwerke mit hohen Sicherheitsstandards. Was sagen Sie zu einem Böllerverbot für den Privatgebrauch? Der Umgang mit privatem Feuerwerk birgt immer eine gewisse Gefahr in sich. Aber die Tradition hat uns ja gelehrt, das gefällt vielen sehr gut. Also was soll ich jetzt da? Ja. Es wäre auch mal eine Möglichkeit, dass man ein professionelles Feuerwerk macht man in Silvester an vielen Stellen in der Stadt. Da kommen die Leute hin, können trinken, gibt es eine Bratwurst, wie auch immer. Da kann auch nichts passieren. Er sieht also deutlich mehr Sicherheit bei öffentlichen Großfeuerwerken. So wie hier bei den Pyro Games. Auch ich bin in Magdeburg und will mir das Spektakel angucken. Vielleicht kann ich mich ja doch noch für Feuerwerk begeistern. Schon vor der ersten Pyro-Show ist die Stimmung jedenfalls sehr ausgelassen. Etwa 5000 Zuschauende fiebern der großen Pyroshow im Magdeburger Elbauenpark entgegen. Währenddessen ist hinter der Bühne noch ordentlich Trubel. Die letzten Handgriffe werden gemacht. Es ist ja jetzt kurz vor 10. Das heißt, Ihr Feuerwerk steht gleich an. Ja, ich bin schon hier so halb bereit. Ich warte noch auf das Okay von hinten. Das muss erstmal kommen. Dann müssen alle weg von hinten. Wenn wir das kontrolliert haben, dann starten wir. 5, 4. Für das Großfeuerwerk begeistern sich hier viele. Unter den Zuschauenden sind auch Jonas und Luke aus Köthen. Zu Silvester haben die beiden zusammen Feuerwerk im Wert von knapp 2000 Euro verknallt. Heute sind sie lediglich Zuschauer. Eintrittspreis 24 Euro pro Person. Lief da wieder bestens. Lief da okay. Was sagen Jonas und Luke zur Pyroshow? Ja, Jungs, jetzt konntet ihr ja das Feuerwerk nicht selber anzünden. Ist das dann trotzdem für euch cool? So ist auch schön. Auch mal nicht anzuzünden. Auch mal zuzugucken. Aber Silvester muss man anzünden. Okay, da machst du gar keine Abstriche. Ja, nee, da muss ich selber zünden. Da muss man das an den Finger, muss man am nächsten Tag verbrannt haben, weil es wirklich, es riecht einfach so schön. Ist das für dich eine Alternative, öffentliches Feuerwerk? Ja, grundsätzlich, natürlich ist das eine Alternative, aber nicht für Silvester. Für viele Leute ist Feuerwerk eine große Leidenschaft, fast schon eine Art Lebensgefühl. Und deren Begeisterung dafür kann ich auch verstehen. Aber mir ist klar geworden, dass Feuerwerk seinen Preis hat. Man kann sich bei falschem Gebrauch wirklich stark verletzen. Und ich habe gesehen, was für große Mengen Müll in der Silvesternacht entstehen. Ein Böllerverbot könnte die Gefahren für Umwelt und Gesundheit reduzieren. Ich denke jedoch, etwas Vorsicht und die Einstellung weniger ist manchmal mehr, würden schon einen großen Unterschied machen. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere spannende Filme sehen wollt, dann empfehle ich euch diese beiden Executives.